Guten Morgen, Internet. Wer würde eher... Ich. Oh, okay. Ne? Wer würde eher das Spiel erklären? Woo, sehr gut gemacht. Leg los. Nein, verdammt, das geht jetzt nicht. Wer würde eher, kennt ihr sicherlich. Wir haben es erfunden hier in der Sendung, wie schon manche andere Sachen. Ne? Foko und Klos, Foko und Klos sind auf jeden Fall dabei. Start. Bald geht's schön auf eine Weltreise mit krassen Challenges. Wir haben die Drogen, neuen die Honig, neuen Ideen. Alles dabei. Wir haben, ja, genau. Und ein paar schöne Hühner. Wir haben euch wieder da draußen gefragt über unseren Twitter-Account, wer würde eher Fragen zu stellen. Dankeschön, Kelly, fürs Miterklären. Wir werden die jetzt nacheinander ziehen und dann einfach mal schauen, wer das denn eher machen würde mit einer kleinen Begründung. Ne? Begründung? Wer fängt an? Next schnick, Level. Schnack, schnick. Yes! Immer wieder das Gleiche. Existenzielle Krisen langsam. Also. Ja. Wer würde es eher alleine mit Revi für einen Tag in der Besenkammer aushalten? Bitte du. Bitte einfach nur du. Bitte eine Erläuterung. Ich bin jetzt ein Jahr 10 Meter von diesem Jungen entfernt. Das ist quasi, ich muss noch zwei Jahre da durch. Und danach kannst du dir sicher sein, rede ich erstmal ein Jahr lang nicht mit dem und dann können wir erstmal nochmal gucken, wo wir stehen. Okay, nächstes. Ah, ich bin das, ne? Ja. Wer würde eher zu spät kommen? Ich bin nie zu spät. Du bist immer zu spät. Wann? Also, wo? Wochenende. Ich warte immer, dass wir was machen. Ich sag dir nicht mal Bescheid und du kommst nie. Ja, ich sag du. Wann machen wir eigentlich wieder Pub Night? Donnerstags. Aber da kommst du auch immer zu spät. Ich bin immer die Erste. Du kommst immer später als ich. Nee, das stimmt gar nicht. Doch. Ich komme nie. Teilweise. Okay. Wer würde eher einen Partymarathon von einer Woche überstehen? Boah, überstehen auf jeden Fall. Also ich kann das gar nicht mehr. Ich werde halt immer älter. Und so fühle ich mich auch mit jeder Sekunde. Kann aber langsam auch nicht mehr. Ja, aber nur weil du halt wirklich so, du warst jetzt 3 Wochen in Brasilien und du hast potenziell nur gefeiert. Also die 2 Imagefilme, die er da kurz gedreht hat. Ich habe gar nicht gefeiert. Ich habe einen Kalpi getrunken und das ich war betrunken. Das stimmt nicht, deine Insta-Stories haben was anderes. Das stimmt gar nicht, der redet nur Schwachsinn. Hier. Ja, okay, alles gut. Das stimmt gar nicht. Ich habe 2 getrunken in 3 Wochen, okay. Wer würde eher einen Esslöffel voller Ketchup und Zimt essen? Das hört sich so an wie irgendwas, was ich für Geld machen würde, auf jeden Fall. Okay, ja. Also für Geld können wir gerne darüber reden. Hallo, auf der nächsten Messe sehe ich schon die Leute mit einem Euro und so einem Ketchup. Ja, ich auf jeden Fall. Käuflig vor allem. Ich bin auf jeden Fall käuflig. Ich bin Käuflig. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Käuflig. Herr Käuflig, das bin ich. Wer würde eher sich Senf auf die Lippen schmieren? Für was denn? Fetisch? Beide wahrscheinlich. Ist doch scheißegal, Senf, oder? Ich habe jetzt gerade Senf drauf. Magst du Senf? Ich habe gerade Senf drauf. Immer mal wieder. Ich mache mir morgens so einen kleinen Film Senf auf die Lippen, einfach nur, damit ich lebendig bin. Das ist so mein kleines Zeichen. Das macht dich so lebendig, oder? Ja, klar. Das ist auch immer dann, wenn Leute... Ich habe vergessen, dass du dran bist. Wenn Leute ankommen. Gut, kein Problem. Das ist aber viel Text. Uiuiui. Wer würde eher länger in der Wildnis überleben, ohne einen Wald nach 2 Minuten abzufackeln? Also wer würde den Wald nicht abfackeln, Kelly? Genau, das ist genau die richtige Antwort. Aber warum würdest du den Wald abfackeln? Weil du höchstwahrscheinlich... Wahrscheinlich aus Versehen. Du würdest irgendwo drüber stolpern und dann ist da so ein Stromkabel. Und dann alles. So, Und dann ist der Wald weg und ich so, ich bin Daenerys. Ich lebe. Und dann stehst du dann nackt im Wald und da sind keine Drachen und alle sind immer, die Verrückte ist wieder da. Wo sind meine Drachen? So ein Wochenende einfach, Kelly, wo warst du und war nicht nackt im Wald und meine Drachen gesucht? Wieso? Wieso? Was hast du so gemacht? Ist wieder ein Waldbrand gewesen. Oha. Geocaching. Wer würde eher die Luca-Pizza kopieren, also gleiches Design, gleiche Pizza und so weiter, nur mit dem eigenen Namen und Gesicht?
ich würde es auch machen. Ja, die so, meine Güte, ey, easy money. Kommt drauf an, ich würde den Margarita, ich würd da erstmal dein Logo fragen. Da drauf, bei aller Liebe. Nee, also, ich würde den fragen, wie viel Cash hast du gemacht? Und wenn mir der Preis gefällt, same. Ja, aber es war jetzt nicht teuer, man muss es immer wieder dazu sagen. Es war nicht teuer, es war eine nette Geschichte. Und war lecker. Hast du schon gegessen? Ja, klar. Wer würde eher mit einer Person des gleichen Geschlechts zusammen isst? Was soll das heißen, zusammen isst? Wissen wir auch nicht ganz genau. Verstehe. Deswegen sagen wir einfach mal beide. Zusammen isst? Ja, was ist das für eine Frage? Wir sind halt beide einfach hetero, so deswegen keiner. Ja. Probably. Ja. Beide einfach hetero, höchstwahrscheinlich keiner. Und beide dann so, wahrscheinlich ich. Ja. Ja, keine Ahnung. Mit wem? Juckt mich ja nicht. Mit wem? Sag Dagi. Guter Titel, schnell. Dagi. Ja, gut. Das, Kelly mit Dagi. Dagi, deswegen hier. See you soon. Ja, ich bin. Ich dachte, das ist voll die lange Frage, ist mega der fette Zettel, steht da so, das ist der kürzeste Satz bisher. Wer würde eher ist? Wer würde eher nackt durch die Stadt laufen? Ja, durch den Wald machst du ja schon, ne? Durch den Wald, aber durch die Stadt meine Drachen? Was mit Drachen? Ja, weil ich es einfach gar nicht machen würde, sage ich einfach Freddy. Ich würde sagen, du, weil wenn man dir erzählen würde, dass es Drachen in der Stadt gibt, glaube ich fest daran, dass du einfach... Also wenn es stichhaltige Beweise gibt, ja, probably. Also ich aber dann wäre ich halt auch die mächtigste Frau des Planeten, wenn ich einen Drachen hätte. Das ist halt nicht mehr Mittelalter inzwischen, kann man die bestimmt einfach so runterballern. So, nee, sorry. Nein, ich wäre die mächtigste Frau dann, Deutschlands. Ey, die Staaten haben einfach die so eine Laserkanone, ne? Hast du das gesehen eigentlich? Nein. Es gibt einfach jetzt auf so Schiffen so eine fette Laserkanone, da kannst du einfach, das ist halt unsichtbar. So einfach einen Laser schießen. Kann man damit was weg? Ja, mega krass. Und du siehst das halt nicht. Also du kannst einfach irgendwie dieses Ding da hinstellen und dann fliegt das so in die Luft. Genau. Und dann, das würden die mit dem Drachen machen. Drache weg. Nein. Dragon Money. Okay. Dragon Money. HBO Sweet Dragon Money. Wer würde eher Fritze aus dem Studio klauen und mit nach Hause nehmen? Ach komm, sie ist ein Hund einfach. Kelly ich ist bin ein Hund. Du bist einfach so, dass du musst später auf den Bauernhof ziehen. Wusstest du, dass ein Hund einem anderen Hund nicht tief in die Augen schaut? Das machen die nur bei Menschen. Was? Random Fun Fact. Das stimmt doch gar nicht. Wenn die sich so anstarren und voll aggro sind, dann gucken die sich doch tief in die Augen. Ja, aber die kommunizieren so nicht wirklich. Aber wer kommuniziert denn generell so? Menschen. Ich gehe, wenn man tief Leuten in die Augen guckt. Ja, die gucken, also, nee, ich meine so dieses... Ja, genau. Das Hunde machen. Weißt du, was das ist immer? Hunger. Wahrscheinlich. Ja, okay, so kann ich auch kommunizieren. So kommuniziere ich auch generell immer. Wer würde eher Paluten heiraten? Pali. Für die Klicks. Für die Klicks. Ja, warum ich denn dann? Für die Klicks. Ilek. Nö, ich glaube, man kann schlimmer enden als mit Palle. Ja, ja, definitiv. Mann, das war voll das Kompliment für ja, ihn. Aber nee, eigentlich auch nicht, weil das ja. ist, der ist auch scheiße, aber es geht noch schlimmer. Weißt du? Naja. Du weißt doch, wie ich bei Männern bin. Okay. Dann, hallo, willkommen bei den Hausaufgaben oder dem Hausaufgabenpart dieser Sendung. Sind wir schon fertig? Ja. Wer würde eher Hausaufgaben machen, du oder ich? Weiß ich nicht, aber ich wüsste, was die Leute uns beantworten können, wenn es um das Thema wer würde eher geht. Denn wer würde eher von euch ein Buch lesen? Boah, heftig. Digital Zeitalter, vielleicht macht ihr das auch online. Ich schickt uns gerne mal. Erst gestern mein letztes Buch gefinished. Wie hieß das? Carver Mark oder so? Carver Mark. Carve a Mark. Ach so, Carve a Mark. Ich dachte, das wäre jetzt der krass ausgedachteste Scheißtitel, den du dir... Ich habe gestern auch ein Buch gelesen. Wie heißt das? Gib mir mal her. So einfach voll die Panikreaktion. Mystery Castle. So, die Panikreaktion immer schlechthin. So mal Mystery Castle. So, wir, genau, würden uns gerne für euer Lieblingsbuch interessieren. Schickt uns ein Bild von diesem... Schickt uns von diesem... Buch gerne ein Bild.
unter dem Hashtag GMI-Hausaufgabe. Mhm. Wird höchstwahrscheinlich auch eingeblendet hier auf Twitter, auf Instagram. Folgt mir bitte auf Instagram, ich mache Minus-Abos gerade. Wir sehen uns morgen wieder. Ja. Oder true. Wenn Freitag ist, auch nicht. Wir wissen es nicht mehr. Weil es wir ist Freitag, nicht. Es gibt nämlich Hausaufgaben. Stimmt, bis Montag. Wenn ihr jetzt noch mehr Wer würde eher Folgen sehen wollt, sind die hier verlinkt. Und zwar die allererste Wer würde eher Folge. War sehr aufregend. Abonniert ja. bitte. Fink Kliemann, komm bitte. Nicht nein, zu Ihrem Böhmermann. Ich möchte nicht mehr, dass der herkommt. Oh, umgekehrte Psychologie. Tschüss.